Heute testen wir die Twist Press, ein weiteres Brühwerkzeug, mit dem man Filterkaffee machen kann. Wie die Twist Press funktioniert, das schauen wir uns in diesem Video an und vor allem auch, ob der Kaffee schmeckt. Die Twist Press war ein Crowdfunding-Projekt dieses Jahr und unser guter Freund und Kaffeekollege, der Benny Schütz, echter Kaffeeverrückter, er war auch erfolgreich an Schweizer Filterkaffeemeisterschaften und Röstmeisterschaften jeweils im Finale und war auch mit mir schon auf Santa Rita, unserer Farm in Nicaragua. Der macht, glaube ich, bei jedem Crowdfunding-Projekt mit, was es gibt im Bereich Kaffee, und neuerdings bestellt er öfters mal zwei, und vor ein paar Tagen hat er dann gepostet, wäre das nicht was für den Benny Hohlmann zum Testen? Und ein paar Tage später ist das Ganze hier. Folgt dem Benny auf Instagram. Ich verlinke euch das mal hier unten. Lohnt sich absolut. Ein echter Kaffeefachmann. Ja, und jetzt haben wir hier die Twist Press und müssen damit Kaffee machen, dürfen damit Kaffee machen. Was kann man zur Twist Press sagen? Sie erinnert zunächst mal irgendwie an eine Aeropress. Das hier unten sieht aus wie ein Aeropress-Filter, außer dass das an so einem Stäbchen ist. Man legt ein Papier da ein. Praktischerweise. Also ich finde es nicht schlecht, dass das jetzt so ähnlich ist wie eine Aeropress. Vor allem finde ich super, dass da auch die Aeropress-Filter kompatibel sind. Denn es wäre doch ziemlich doof, wenn man jetzt eine Twist-Press und eine Aeropress zu Hause hätte und man müsste jetzt extra für die Twist-Press nochmal spezielle Filter kaufen. Aber nein, es funktionieren auch ganz normal die Aeropress-Filter. So, einlegen und dann spült man das gleich aus, machen wir auch. Man kann dann das hier aufdrehen. Es gibt da eine Seite, die hat unten so eine Öffnung, sieht ein bisschen aus wie ein Zimmermannshammer. Da einfach einsetzen und fest einrasten. Dann hat es diesen Körper. Der Körper hat einen Gummistutzen, der so ähnlich aussieht wie der von der Aeropress, nur dass er nicht ganz eben ist, sondern außen noch so einen leicht eingefassten Ring hat. Und das Ganze setzt man dann ein in dieses Twistrohr. So, natürlich so rum, denn wir wollen ja nach unten rauspressen. Da ist zwischenzeitlich Kaffee drin und Wasser drin. Und dann twistet man das Ganze hier so, man drückt es nach innen. Also anstatt, dass man wie bei der Aeropress von oben drückt, hat man hier diesen Mechanismus von Drehung. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man hier oben den Eingang gefunden hat. Man muss einfach schauen, dass man da richtig drin setzt und dann kann man auch wunderbar twisten. Von der ganzen Beschaffenheit, es ist ein bisschen wackelig. Zu viel Widerstand würde ich da nicht reinmachen, denn da merke ich schon, ich will da nicht mit viel Kraft brühen. Es ist absolut auch ganz wichtig, das ist keine Espressomaschine. Das ist kein Druck, der irgendwie ähnlich ist einer Espressomaschine. Das wird immer ein Filterkaffee bleiben, egal wie fein ihr malt, wie viel Widerstand ihr dadurch auch bildet. Ihr könnt so fest drücken oder pressen, wie ihr wollt. Es wird nie ein Espresso, deswegen versucht das auch gar nicht erst, zumal eben diese Vorrichtung hier das nicht gut hält. Ansonsten ist es sehr handlich und brüht sich auch ganz gut. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Als erstes den Papierfilter auswaschen. Wir folgen im Wesentlichen der Anleitung. An ein paar Stellen ist die Anleitung etwas dürftig. Wir werden 15 Gramm verwenden, wir werden eine kleine Vorbrühung machen mit 45 Milliliter, 30 Sekunden ziehen lassen, anschließend gießen wir die letzten 120 Milliliter auf und es soll mindestens 1 cm Abstand bis zum oberen Rand sein, alles wunderbar, allerdings steht dann da mit kochendem Wasser von etwa 80 Grad. Wir werden mit 94 brühen, weil das eine klassische Temperatur ist. Vielleicht haben sie das Ding irgendwo in der Höhe entwickelt und bei ihnen hat das Wasser schon mit 80 Grad gekocht. Bei uns in Basel kocht das Wasser mit 100 Grad. Wir verwenden aber kein kochendes Wasser, sondern 94 Grad. So, heiße Wasser ausleeren und dann kann es eigentlich losgehen. Kaffee rein, 15 Gramm. Anschließend gebe ich 45 Milliliter auf. Rühre um. In dem Fall ist es ein sehr frischer Kaffee, deswegen macht das auf jeden Fall auch Sinn. Der ist erst vor ein paar Tagen geröstet worden. Nach 30 Sekunden gieße ich auf mit erneut 120 Milliliter, habe also gesamthaft eine Kaffeemenge von 165 Milliliter hier drin. 15 Gramm eingesetzt, ihr merkt schon, das Brühverhältnis ist relativ kräftig, aber
Es steht in der Anleitung, man kann, man darf, man soll anschließend mit Bypass arbeiten, also einfach noch flüssiges Wasser hinzugeben. Und das ist eh eigentlich grundsätzlich ein gutes System, wenn man mit Aeropress-artigen Systemen arbeitet, eben wie auch hier. Das hier ist ja eine Immersion Brew, also Wasser und Kaffee sind über den größten Teil der Brühung gemeinsam im Kontakt. Und jetzt muss ich hier den hier vernünftig aufsetzen. So, und nach dann einer Minute fängt an, dass ich dann zusammendrücke und twiste. Immersion Brew heißt, Wasser und Kaffee sind über die gesamte Brühzeit miteinander in Verbindung oder über den Großteil der Brühzeit, hier eben jetzt so lange, dass hier oben steht. Erst in dem Moment, wenn ich dann anfange zu pressen, wirke ich darauf ein, dass das Wasser schneller runterfließt. Das geht relativ einfach. Was mir jetzt hier ganz gut gefällt, man kann es sogar auf einer Waage stehen lassen, theoretisch, weil man ja jetzt nicht so viel Druck ausübt, wie zum Beispiel bei der Aeropress. Bei der Aeropress muss man ja wirklich pressen und hier hat man diesen Seitwärtsdruck. Das andere, was man sagen kann, auch eine Glaskaraffe kann man verwenden, weil nicht so stark die Gefahr besteht, dass man die jetzt zerdeppert. Ich mag die Aeropress eigentlich nicht gerne mit Glasgefäßen verwenden, wegen dem Druck, den man ausübt. So, anschließend können wir das Ganze zur Seite stellen. Um die Reinigung kümmern wir uns gleich. Und dann haben wir hier den Kaffee. Und wisst ihr, was für ein Kaffee? Meinen Brewers Cup Kaffee. Ich probiere natürlich jetzt alle Brühmethoden aus. Egal, welche Brühmethode mir in den Weg kommt, ich werde sie verwenden. Vielleicht habt ihr mitbekommen, ich bereite mich noch einmal für die Schweizer Filterkaffeemeisterschaft vor. Vor einigen Wochen habe ich da eine Umfrage gemacht, ob das interessant ist, das zu dokumentieren. Und ihr habt ziemlich klar Ja gesagt. Deswegen habe ich eine Playlist angefangen. Da sammle ich alle Schritte aus der Vorbereitung und erkläre sehr genau, wie die Filterkaffeemeisterschaft funktioniert, was die Regeln sind, wie ich mich vorbereite, was das Wichtige ist an der Geschichte. Und das ist eben der Kaffee, den ich dann im Februar verwenden werde beim Swiss Coffee Festival. Ich muss sagen, so ist das Ganze sehr konzentriert, mir persönlich zu konzentriert. Ich folge also mal der Anleitung, gieße das hier nochmal zurück. Ich habe jetzt erst einen Schluck genommen, also kann ich dann auch rückwirkend quasi der Anleitung mehr oder weniger folgen. Und jetzt mache ich diesen Bypass, also ich habe quasi Wasser nicht durch die Brüheinrichtung mit durchgegeben, sondern gieße es jetzt anschließend auf und zwar nochmal 80 Gramm Wasser. Das heißt, ich bin jetzt insgesamt bei 240 Milliliter Wasser. Jetzt ist er deutlich balancierter, auch von der Konzentration her. Ja, funktioniert. Ich habe auch die Stärke gemessen, das heißt, wie viel Konzentration gelöster Teilchen sind hier in dieser Brühung. Ich habe durch den Bypass das Ganze einmal eingestellt auf 1,10, auf 1,20, auf 1,30. Ich fand es sehr gut bei 1,25. Der Bypass ist eine gute Methode, um nicht durch zu viel Wasser, welches man durch den Kaffee drückt, auch Stoffe zu lösen, die vielleicht unangenehm sind. Man zwängt nicht alles Wasser am Kaffee vorbei, sondern setzt gezielt Wasser eben neben den Kaffee, um es dann im Endgetränk auf die richtige Konzentration zu bringen. Für mich hat die Twist Press absolut funktioniert sensorisch. Sie hat wirklich abgeliefert, sensorisch kein Unterschied zur normalen Aeropress. Schmeckt echt, echt lecker. Ist ein bisschen mehr körperfokussiert, der Kaffee. Das heißt, er ist nicht so filigran, er ist vielleicht, die Säure ist ein bisschen runtergedrückt und er ist nicht so komplex, aber es ist auf jeden Fall ein echt guter, trinkbarer Kaffee, der nicht alles zeigt, was im Kaffee drinsteckt. Geschmack, Brühverhalten, funktioniert alles einwandfrei. Ich finde sie auch praktisch und handlich, man kann sie so mitnehmen. Die sind ein bisschen unstabil. Was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, die Reinigung. Jetzt kann ich natürlich hier das Röhrchen oben wieder rausdrehen, theoretisch. Aha, nein, das war ja so. So, jetzt kann ich das hier wieder rausdrehen. Das ist mal das eine. Jetzt muss ich schon gucken, dass sich das hier eben unten nicht löst. Jetzt habe ich hier diesen Stutzen. Und dann hier unten das. Das hier unten kann ich wunderbar lösen. Perfekt. Ist gar kein Thema. Das kann ich einfach ausspülen. Easy. Was mich ein bisschen stört, ist das hier. Ich habe zumindest noch nicht rausgefunden, wie man das hier löst. Es steht auch nicht in der Anleitung. In der Anleitung steht, man soll auf die Website gucken. Auf der Website habe ich geguckt, da steht auch nicht, wie man es reinigt. Ich habe nicht gefunden, wie man das reinigt.
Jetzt kann man das hier oben einfach abspülen, aber das Wasser läuft einfach hier unten vorbei. Und wie man da jetzt hinten reinkommt, habe ich noch nicht rausgefunden. Wie immer, vielleicht habe ich es übersehen, das ist ein neues Gerät, ich habe auch keine große Erfahrung damit. Wenn ihr es also rausgefunden habt, dann schreibt es mir, vielleicht habe ich was überlesen. Aber das ist für mich jetzt ein echter Knackpunkt, weil Kaffee machen kann man mit fast allem. Auch dieses Tool macht das jetzt gut. Aber die Reinigung der Materialien ist einfach super wichtig, weil wenn wir die nicht richtig sauber kriegen, dann setzt sich da extrem viel ab. Und wenn wir dann ein andermal wieder hingehen und anfangen zu brühen und haben da noch alte Noten vom Kaffee dran, das macht einfach keinen Spaß. Und das ist für mich ein Kritikpunkt. Also wenn hier keiner von euch einen Tipp hat, wie man hier vernünftig das aufmachen kann und diesen Stulpen oder diesen Stutzen vernünftig reinigen kann, ist das für mich ein ziemliches Kontra-Argument gegen die Maschine. Ansonsten finde ich sie gut. Ich habe die AeroPress, ich müsste sie jetzt nicht unbedingt ersetzen. Aber wer Lust hat, was Neues auszuprobieren, der kann mit der Twistpress sicher guten Kaffee machen. Sie passt in jedes Gepäck. Aha, hier oben könnte man übrigens noch was mitnehmen, da hat es hier so eine Öffnung. Bitte keinen gemahlenen Kaffee, aber zum Beispiel ungemahlenen Kaffee, das scheint auch luftdicht zu sein. Und dann könntet ihr den da mitnehmen und noch eine kleine Handmühle. Ungemahlener Kaffee nicht, weil sobald Kaffee gemahlen ist, ist quasi die eigene Schutzschicht zerstört. Und alles kommt raus, auch das Feine, und das wollt ihr eben nicht. Ja, das war die Twistpress. Eine neue kleine Brüheinheit, eine mehr, die wir getestet haben. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über Methoden erfahren wollt, wie man Kaffee machen kann, dann abonniert den Channel. Schenkt uns einen Daumen hoch und schaut mal wieder vorbei. Würde uns freuen. Bis dahin, tschüss von den Kaffeemachern, ciao.